Sie kommen aus der kleinen Stadt Rottgau bei Frankfurt. Doch ihr Ruf ist weltbekannt. Die Gitarren von Nick Huber. Von Hand gebaut und individuell gefertigt, begeistern sie seit über 20 Jahren den Musikmarkt. Doch wer sind die Auftraggeber? Wie werden diese Instrumente hergestellt? Und wie gelangen sie zu ihren Besitzern? Wir haben Nick Huber bei der Fertigung einer Gitarre begleitet. Von der Auswahl des Bretts bis zur Auslieferung in Chicago. Also Nick Huber Gitarren sind definitiv wir inzwischen. Es hat natürlich damit angefangen, dass ich die Gitarren komplett von Hand gebaut habe. Wir sind zu 10 mittlerweile, aber am liebsten stehe ich selber im Staub und mache Späne. Das Geschäft brummt. Die Liste an Vorbestellungen ist lang. In der Manufaktur Nick Huber Guitars werden jeden Monat 20 bis 25 Gitarren gebaut. Viele davon mit individuellen Wünschen, Details, Verzierungen. Wichtig ist es Nick, dass jede der Gitarren für den finalen Check durch seine Hände geht. Und jede Gitarre wird von ihm persönlich signiert. An einer Stelle, die man nie wieder zu Gesicht bekommen wird. Die Gitarren werden eigentlich weltweit verschickt inzwischen. Von Asien, Australien, Japan, China, Thailand, Taiwan, USA ist ein großer Markt. Was die wenigsten wissen, gerade wenn es um die Verarbeitung von speziellen Materialien und Premiumhölzern geht, wird der Versand zu einer kleinen logistischen Herausforderung. Rio Palisander hat extrem hochwertige Klangeigenschaft. Es will einfach schwingen. Aber gerade mit diesem Holz gibt es eine große Hürde. Das ist schon ganz lange auf Naturschutzstufe A. Und nur wenn Nick nachweisen kann, dass das Holz schon vor langer Zeit gefällt worden ist, darf er es mit entsprechenden Lizenzen und Papieren exportieren. Eine Aufgabe, der sich UPS und Lufthansa Cargo widmen. Also eine Herausforderung im Versand mit den Gitarren von Nick Huber Guitars sind wirklich die CITES-Bescheinigungen. Insofern kriegt jedes Stück Holz, das ich verwende, ein offizielles Dokument mit einer Wiedervermarktungserlaubnis. Das geht durch verschiedene Stufen, sehr viel Logistik dahinter. Wir müssen sicherstellen, dass die CITES-Bescheinigungen jederzeit die Ware begleiten. Also wenn dann eine Exportsendung in den USA importiert werden soll, benötigt der Importer of Record in den USA einen Wildlife License, damit er überhaupt diesen Rio Palisander in die USA einführen kann. Deswegen werden alle Gitarren über Chicago geliefert. Dort hat Nick einen Hub aufgebaut, der über die geforderte Lizenz verfügt. Von dort aus gehen die Instrumente dann zu ihrem eigentlichen Bestimmungsort. Aber das ist noch nicht alles. Also die Herausforderung bei dem Transport von den Gitarren von Nick Huber liegt daran, dass es keine normale Fracht ist, sondern halt exklusive Fracht, auch hochwertige Fracht. Und die muss man halt dann mit Samthandschuhen natürlich auch anfassen. Wird hier bei uns in der Halle natürlich auch so gehandhabt. Das sieht Lufthansa Cargo ganz genauso. Bei den Gitarren und den Bässen von Nick Huber handelt es sich um sehr hochwertige Instrumente. Dafür eignet sich zum Transport besonders unser Produkt Safe TD2. Keine übertriebene Vorsicht, denn alle Gitarren sind Einzelstücke und die Fertigung dauert gerne ihre 8 bis 12 Wochen. Diese hier wird mit dem nächsten Transport nach L.A. gebracht. Mit ihr verlassen noch 8 weitere die Manufaktur in Rottgau und werden im UPS-Center schon erwartet. Die Fracht wird geröntgt und bei Bedarf auch noch von Sprengstoffhunden untersucht. Hoffentlich gibt es dabei keine Probleme, denn bei der Endkontrolle hat Nick auf dieser Gitarre TNT gespielt. Alles nochmal gut gegangen. Von Frankfurt aus werden jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Fracht in die Welt geflogen. Die Gitarren von Nick Huber sind jetzt ein Teil davon. Luftfracht ist natürlich insofern wahnsinnig hilfreich, weil es das ganze Prozedere verkürzt. Die Leute auf der anderen Seite vom Ozean nicht lange warten müssen. Das geht ja unfassbar schnell heutzutage. Und man kann einfach als Lieferant einen gewissen Service bieten. Und alles für den Kunden. Das Flugzeug ist startklar. Los geht's nach Chicago. 2 Tage später kommt der erwartete Anruf aus Chicago. Die Gitarren sind sicher angekommen und werden schon bald ihren Besitzern überreicht. Also wir bauen eigentlich Gitarren für jeden, der ein Instrument von uns gerne haben möchte. Geht natürlich vom Sammler und Privatspieler bis hin zum professionellen Studiomusiker. Auftrag erfüllt. Die Gitarre ist in einem großen Studio in den USA angekommen. Und wer weiß, vielleicht hören wir sie ja demnächst auf einem Nummer 1 Album. Ich spiele selber leider kein Instrument, war aber auf der Cargo Band schon dabei, als Nick Huber den Preis gewonnen hat. Und mich hat besonders begeistert auch
die Freude, die mein Mann sehen konnte über diesen Gewinn. Und freue mich, dass wir gemeinsam mit unserem Partner UPS die Möglichkeit haben, Nekuba dabei zu unterstützen, seine Präsenz im US-Markt auszubauen.